geht, in die Jura-Zeitalter. I guess traveling through time isn't that scary after all. And wow, look at this prehistoric forest. How interesting. Now what am I going to do? So. Kira sagt meinem Freund, er soll keine Schleimspur hinterlassen. Und Fedorani meint, es wäre cool, wenn da jetzt kommt. Piep, 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 keine Verbindung. So, hi Mr. Papaya, falls ich das vergessen habe zu sagen. Töte den Vogel oder so. Ja, so ähnlich ist das auch. You will soon find out. Genau, das denke ich auch. Der Trick dabei ist, hier liegen Kakerlaken rum. So, also ich habe es ja schon gespielt. Deswegen komme ich halt auf diese dummen Tricks schon. Aber hier können wir noch ein paar Sachen zur Seite schieben. Das werden wir auch gleich ein paar Mal tun müssen. So, der Trick ist jetzt, hier unten ist die Echse. Sie bewegt sich nicht. Wahrscheinlich schläft sie. Und die muss ich jetzt mit den Kakerlaken nerven. Ja, bis ich da erstmal drauf gekommen bin, ne? Scheiße, irgendwo liegt noch eine Kakerlake rum. Moment. Wo liegt die Kakerlake? Da, da ist sie. Roar. Oh no, it's growling at me. Roar. I have the magical elixir. Now I just need to make him drink it. That is, of course, if Nostradamus didn't trick me. Roar, roar. Now, how am I going to get him to drink it? Grrr, grrr. Albana sagt grrr. Pass auf, Sato, jemand macht deine Freundin an. Darf ich auch an grrrn? Also, der Trick jetzt dabei ist, dass wir alle Früchte einsammeln, die hier sind. Ein paar Früchte seht ihr schon. Ich suche die versteckten und ihr sagt mir, wo die sind, die man sieht. So, da ist eine und da war keine und da ist auch keine und da ist auch keine. Oh, da ist aber eine. Die Orange in der Mitte. Ja. Stopp, sieh ihm's im Maul und halt ihm die Nase zu. Solche Worte von dir, Black Rap? Ja, das würde ich ja gerne, aber du, das ist ein Feinköstler. Dem muss ich den Trank auf die verschiedenen Früchte träufeln und ihm die dann sanft ins Maul schieben. Mitten bis, Mitte bisschen unten. Nee, hier ist keine Frucht. Aber hier sind auf jeden Fall noch Früchte in dem Bild, das kann ich euch sagen. Genau, Fedorani, die hängen hier im Hintergrund am Baum. So, die sammle ich dann ein. Dann geht's hier mit dem Pfeil noch rüber. Ihr sagt mir wieder die Früchte, die ihr seht. Und ich suche nach denen, die wir nicht sehen. So, ich kenne natürlich die Verstecke schon. Aber, naja, das Spiel ist trotzdem einfach zu geil. Okay. In der Mitte am Boden. Ja, da ist eine. Du war meint, es wäre echt praktischer, wenn man auf deinem Bildschirm deuten könnte, wie auf deiner schönen Skizze. Ja, das geht leider nicht. Dafür gibt es noch kein Programm. Kann ich ja vielleicht schreiben, ich bin ja Informatikerin, aber das gibt es jedenfalls noch nicht. Am Baum links. Das Grüne unterm Stein. Genau, Albana, das ist nämlich eine Melone. Und hier die auch noch. Und jetzt geht's weiter. Wir müssen den Trank jetzt mit den Früchten kombinieren. Und dann stopfen wir dem die Früchte ins Maul, was der Black eben schon wollte. Doch, ich habe Touchscreen. Ja, schön, das geht aber trotzdem nicht. Thank you for the fruit, but my teeth hurt and I can't eat anymore. Wow, a talking dinosaur. It really works. And why do you think I was silent before? Ah,
Sorry, I guess I just didn't understand you. Now, you said that your teeth are bothering you? Yes, it's horribly painful. I can't sleep, and this is already the third day that I haven't been able to eat anything. Why don't you let me look at your teeth? Please, open your mouth. Why? Maybe I can help stop the pain. All right. Just don't bite my head off, okay? Rawr. Yes. You've got a lot of tooth decay here. What's tooth decay? It means your teeth are slowly being eaten away by bacteria. Your teeth decay when you don't brush your teeth and because you eat everything around you. Now, let's see if I can help you. Okay. So, ich bin wieder da. Hey, es ist noch jemand dazugekommen. Willkommen. Ich freue mich über jeden Zuschauer. Lulumato, ich bin schon müde. Wir waren bis eben noch bei Freunden. Keine Bange, du hast nur ein bisschen was verpasst. Ich sende das ja eh. Das heißt, du kannst es nachgucken. Jetzt kommt mein Freund schon wieder rein. Ich mache nochmal das Mikro aus. Ach so, er will nur zugucken. Also, ich muss nochmal zurückspulen, weil ihr habt eben echt einen geilen Spruch gelassen. So, da war was. Oh, unten dieser kleine Fluffel. Mir ist ein bisschen schlecht. Where essen? Wer ist denn sowas? Wenn meine Meerschweinchen so aussehen, okay. Wenn dein Haus so aussieht. Meins ist blau, aber irgendwer hat so geschrieben. Ich sehe es nämlich nicht mehr. Irgendwer hat so geschrieben, was der wohl für eine Krankenkasse haben muss. Genau hier. Ein Goldzahn, der muss ja eine tolle Krankenkasse haben. Ab zum Dino-Arzt. Genau, das waren eure Supersprüche, die da oben waren. Und ja, jetzt scroll ich wieder runter, dass ich wieder aktuell bin. Und die waren echt super. So. Ja, Kira hat mir schon was erzählt. So, stimmt, du bist der Kumpel von Kira, so war das. Genau. Säubere die Zähne des Dinos. So, ein Vogel. Ja, der hat natürlich im Maul auch nichts verloren. Und, dieses Maul braucht eine ordentliche Säuberung. Dieser Bündel abgekauter Äste gibt eine brauchbare Bürste ab. So. Der grüne und der blaue oben und der rote oben links zwischen den Zähnen. Genau. Da versteckt sich was. Ich brauche aber eine Zahnbürste, um sie rauszuspülen. So, das heißt, Moment. Genau, hier unten steckt ein Knochen. Und mit dem Knochen und dem Besen können wir eine Zahnbürste bauen. Aber wir brauchen noch was, nämlich ein Seil. Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, der Chris hat den Wasserkocher laufen. Ich dachte schon, was ist das für ein Geräusch? So. Seine Zunge muss ich mal reinigen. In seine Zunge muss ich mal reinigen, sagt mein Freund. Aber das geht, glaube ich, nicht. Nee, die kann ich nicht reinigen. Aber ich kann die Bakterien damit jetzt verscheuchen. Schusch, 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 schusch. Schusch, schusch. So, das war aber noch nicht alles. Habt ihr eine Ahnung, was ich noch machen muss? Black fragt, ob ich wenigstens eine Gasmaske anhabe. Wegen dem Mundgeruch. Nase zu halten hilft auch. Das haben wir auch öfters, wenn der Mülleimer zu lange steht. Nase zu halten, dann riecht man das nicht. Oder Luft anhalten. Kann man das ans Zäpfchen halten? Nein, kann man nicht. Der braune Zahn wird mir geschrieben. Der da. Oh, guck mal, was ist das denn da? Karies. Karies! Immer schön Zähne putzen, sagt mein Freund. So. Machst du die Tür wieder zu, sonst zieht's hier. So. Aber irgendwo muss noch was sein. Dieser Zahn sieht nicht gut aus. Er müsste herausgezogen werden, aber er ist zu groß für meine Hände. Den ziehen wir ihm gleich auch. Doch, Kira, du darfst was sagen. Ist ja ein bisschen schwieriger. Mit Kira habe ich diese Zähne ja schon mal gezeigt. Da hatte ich euch ja von erzählt. Komm, Kira, sag's. Ich esse übrigens, also kein Wunder, wenn ihr Schmatzen hört. Hm.
Was ist eigentlich passiert? Ein Dino zu einem Maul reinigen? Will jemand Lulumato mal auf den neuesten Stand bringen? Der Grüne und links der Große, genau. So. Und jetzt nehmen wir hier das Seil und ziehen ihm den letzten Zahn. Das muss ich vielleicht rausziehen. Geschafft. Und tschüss, tschüss, Bakterie. Hey, it doesn't hurt anymore. What did you do? I had to pull two of your teeth out. It shouldn't hurt anymore. You are very brave. You're not at all afraid that I might eat you? No, not one bit. That's great. You're not like everyone else. Usually, as soon as I enter the forest, everyone starts running away because they are afraid of me. That doesn't sound like too much fun, Dino. Well, if you eat everything you see, you'll never be able to make any friends. And besides, your teeth hurt because you're eating all the time. Well, what should I eat if I want to prevent my teeth from hurting? Well, for a start, you could stop eating other animals. That would probably help. Let me show you. Ordne diese Dinge in zwei Gruppen an, in die Dinge, die der Dino fressen darf, und in die, die der Dino nicht fressen darf. Das dürft ihr jetzt unter euch ausdiskutieren. Ich ordne die Sachen nur dann um. Also rechts oben, das soll heißen, nee, darf man nicht essen. Und links soll heißen, das darf man essen. Nee, das ist falsch. Die Frau darf aber nicht essen. Black, was ist Hachi? Ich weiß das nicht. Was ist mit dem Dino? Gehacktes. Achso, mhm. Ja, ich glaube, das darf er essen. Hat das nicht Auswirkungen auf die Zukunft, wenn sie ihn zum Pflanzenfresser macht? Den Kuchen kann er essen, wird mir geschrieben. Ja. Gegen was soll ich den Kuchen denn tauschen? Ich tausche den mal gegen die Frau, okay? So, was soll ich jetzt miteinander tauschen? Pilz gegen Frosch. Das Bambus mit der Fliege. Irgendwie klappt es noch nicht ganz. Hallo, ist noch einer dazugekommen. Willkommen bei einem sehr verrückten Spiel. Bleibt ein bisschen dran und gibt dem Spiel eine Chance. Pilz mit Frosch, genau. Das war nämlich ein falscher Tipp. So, you mean if it grows in the ground, I can eat it. But if it runs, flies, or jumps, I shouldn't touch it, right? Exactly. Okay. Now take, for example, an egg. It's not flying yet, but it will soon. Can I eat it? Yes, I wanted to talk to you about eggs. My name is Vera, and I'm investigating the theft of a few eggs from this forest. In fact,
According to my information, they were taken from your nest. So tell me, are all your eggs in order? Well, they should be. Oh no, my nest is empty. They must have fallen out. I need to find them and put them back. Quick, let's find them. Lolo, es geht darum, die Story. Wenn die Story nicht gut ist von solchen Spielen, dann macht das keinen Spaß. Tolle Mutter, der Dino. Ja, das denke ich auch. Also hier ist ein Ei. Ich klicke nicht auf die, die offensichtlich sind. Die sucht ihr. Ich klicke wieder die versteckten an. Boah, das ist immer so scharf. Ach. Wenn mein Freund zuhört, dann komm bitte und hol mir noch was. Das wäre nett. Neben dem Baum wird mir geschrieben, genau. Er ist ein Mann und... ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein weiblicher Dino. Es gibt ja manchmal welche mit einer anderen Stimme. Am Felsen. Ja, ich hoffe mal, wir haben jetzt alle von hier. Ich gehe jetzt mal in den Nebengebiet und dann suchen wir hier mal nach weiter nach Eiern. Da ist ein Ei. Da ist ein Ei. Da ist ein Ei. Da ist auch eins. Haben wir Ostern? Ja. Wir haben Ostern. Links unterm Baum, ja. Drei Stück sollen noch fehlen. Na super. Da ist noch eins. Links unterm Baum, vorm Pfeil. Ja, vorm Pfeil. In der Mitte, bisschen unten am Gras. Ja, irgendwo müssen ja noch, muss noch ein Ei sein. Ich habe irgendwo geschludert. Da, da ist es. I'm still missing three eggs. Now where could they have gone? I remember now. Not too long ago, there was a creature. Looked a lot like you, actually. It asked for three eggs, and I handed them over. To a person? Did it look sort of like me? Yes, I guess. It stood on two legs, and it didn't have a tail. And why did you give him the eggs? He said he wanted to change the future, but I don't really understand what he meant. It's very important that these eggs are returned. What did this creature look like? He gave me, oh, what did he call it? Oh, yeah, a photo. Only I chewed it up. I thought it might help with my toothache. Is anything left? Just these pieces. Let me have a look. Ja, entschuldigt. Ich wollte nicht, dass ihr das ganze Geklicke hört von meiner Gabel. Weil ich habe gerade mein Essen noch gemischt. So. Es geht weiter. Ich weiß auch nicht, wie der Dino an das Foto gekommen ist. Vielleicht ist die Person ja sehr eitel oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir es wieder zusammensetzen. Zum Glück haben wir den Typen ja schon mal gesehen. Das heißt, das dürfte nicht ganz so schwer sein. Da. Ich frage mich auch, warum er das in so ganz komische Stücke zerteilt hat. Ich meine, in so komische Stücke zerreißt man doch nichts. Sieht er aus wie geschnibbelt. Geschüttelt, nicht gerührt. Vor allem sieht das aus wie so ein Polaroid-Foto. Also wir wissen ja nicht, was der Dino eigentlich macht. Wer ist der ja Künstler an der Dinoischen Kunsthochschule oder so? Wir wissen es ja nicht. Das kommt dahin. Ist noch nicht richtig eingerastet. So. Da, geschafft. Good heavens, it's Tom. None of this makes any sense. Do you know this creature? Yes, it's my fiance.
We're going to get married in 2 days, and now it looks like he took the eggs. What does fiancé mean? He's the male I plan to nest with. Really? It's a good thing I didn't eat him. He was actually rather rude. Where did he go? He just went into the bushes and disappeared. Just great. Now how am I going to find him? He said something about the Stone Age, so you can probably find one of the eggs there. But I've never heard of that part of the forest, Stone Age. It might be really far from here. Stone Age? Yes, there's a contact entry in the phone. What's a phone? A phone is a time machine. Aha! I have to find Tom and your eggs. I hope I'll be back soon. Okay. Bye, Vera. Good luck. And don't eat anyone. You just might make a few friends by the time I get back. Okay, I won't. Connecting to Stone Age. So. Wieso geht's in dem Spiel eigentlich um Eier? Weiß ich nicht. Das Spiel ist durchgeknallt. Falls ihr es noch nicht gerafft habt. Das Spiel ist durchgeknallt. Einer hat geschrien, der Dino ist eine Transe. Das habe ich da eben schon gesagt. Fedorani hat geschrieben, endlich ist derjenige drauf gekommen, dass es keinen Sinn hat. Und Black schreibt, don't get lost, Rexy. Ja, ich weiß leider nicht, was für ein Zitat das ist.